On the road, headed back to New Orleans. Driving in country, past old timey scene. Big birds were singing in a tall willow tree. Mighty fine. Three words written on a paper bag. I miss you. Written in a message in black, thrown in a van, 2,000 miles back. A better time. Jo, hallo, servus, grüß euch, willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute eine Produktvorstellung, und zwar hat mir Wickewood, der Dachzelthersteller, zwei Campingstühle zugeschickt und einen Campingtisch. Die zwei Teile da, einen Campingstuhl habe ich zu Hause, ich bin alleine heute unterwegs, und hier eine extrem coole Laterne. Das stelle ich jetzt einmal genauer vor, kurz vielleicht zum Packmaß. Ich blende euch das unten kurz ein, wie groß, wie schwer. Der Tisch ist einigermaßen okay, sage ich jetzt einmal, vom Packmaß und vom Gewicht, aber der Campingstuhl, das ist also ein Regisseurstuhl, werdet ihr ja nachher sehen, vom Backmaß doch relativ groß, sage ich jetzt einmal, aber dafür extrem stabil. Für den Chimney vielleicht ein bisschen zu groß für Overlanding, aber für so ein, zwei Tagesausflüge extrem genial. Das werde ich jetzt einfach einmal genauer vorstellen. Ja, weil damals, wenn ihr euch erinnern könnt, habe ich im Dachzelt-Video, wie ich das vorgestellt habe, gesagt, Wickewood, wenn sie das Video setzt, schickt mir doch ein bisschen Campingzubehör zu. Und die haben das wirklich gesehen, das Video, das freut mich extrem. Die haben zu mir gesagt, ich brauche nicht einmal ein Video machen, aber ich bin so überzeugt von den Produkten, deshalb störe ich das jetzt einfach vor. Falls ihr da draußen Stühle braucht und Sesseln, kann ich die empfehlen. Ja, ich darf sagen, wir bauen das jetzt einfach einmal auf. Ja. Fertig. Es geht extrem schnell. Der Sessel taugt mir besonders gut. Also, der ist sowas von stabil. Oh, richtig breit, ja, auch für dickere Leute wie mich. Handytasche oder eine Biertasche. Ja. Blöd ist nur, dass das ein bisschen schief ist da jetzt. Oh. Das Ganze ist aus Alu. Das ist ziemlich leicht, aber extrem stabil. Ja. Das Einzige, was mich am Anfang ein bisschen gestört hat, ist, dass die Dinger da leicht hin und her schieben. Aber was aber gleichzeitig auch wieder gut ist, weil wenn man irgendwas schiebt, dann wackelt nicht gleich der ganze Tisch. Ja, und es gibt leicht nach. Ja. Es ist eigentlich ideal, damit man da mit dem Laptop arbeiten kann. Da kann ich quasi Videos schneiden, kochen, was auch immer. Ja. Ich werde jetzt einfach mal meinen Laptop holen, damit ich das demonstrieren kann. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich da die Laterne platziert, die was übrigens auch gesponsert ist von Wickewood. An dieser Stelle einmal recht herzlichen Dank, gell, für die ganzen Sachen. Also das ist ja nicht billig. Ja. Der Tisch und die Sessel, die kosten schon Geld, ja. Aber Qualität kostet. Ja, was soll ich großartig sagen noch? Es ist ein Tisch und ein Sessel. Ja. Ich bin mega zufrieden damit. Es ist wirklich extrem gemütlich. Ich habe zwar das Ganze in einer kleinen Variante auch, einige von euch wissen es eh. Das ist aber mehr so für längere Touren oder besser gesagt für Campingtouren mit Rucksack. Und das ist mehr so stationär, so wie heute. Ich fahre einfach raus, 2 Tage frei, baue meinen Tisch auf, den Sessel, mein Dachzelt, tue ein bisschen Videoschneiden in der Natur, genieße
die Ruhe. Vor allem heute ist das Wetter nicht so schön. Deshalb sind auch weniger Leute unterwegs. Gut, das ist sowieso ein ziemlich geheimes Platz, oder? Also der Wanderweg ist weit weg. Es ist zwar eine Straße in der Nähe, aber das kann mir egal sein, weil in der Nacht ist sie sehr wenig befahren, bis gar nicht. Und ja, ich weiß halt auch nicht, was ich euch da jetzt großartig nur erzählen soll von den Tisch und von den Sessel. Er ist extrem schnell aufgebaut, habt ihr gesehen. Ja, und falls ihr da draußen genauso was gesucht habt, kann ich das nur empfehlen. Natürlich gibt es günstigere Varianten auch, aber ja, wenn man auf Qualität steht, dann kann man da ruhig zuschlagen. Mit dem Dachzelt bin ich übrigens auch sehr, sehr zufrieden immer noch. Hab das jetzt sehr viel benutzt schon in der Kroatienreise. Ja, ich werde da jetzt noch ein bisschen Video schneiden und vor allem noch ein anderes Video für euch drin. Und zwar, es steht ja schon da, es ist ein Campingradio, natürlich auch wieder genau in meiner Farbe. Wie ihr es merkt, Oliv ist einfach meine Farbe. Und ja, das ist auch gesponsert worden. Das heißt, es kommt noch ein Produktvorstellungsvideo. Bin ja auch sehr überzeugt von dem Ding. War zuerst ein bisschen skeptisch, weil es nicht wirklich viele Rezensionen gibt von dem Ding. Leap of Gogo ist ziemlich neu am Markt. Ja, aber ist auch wurscht. Das ist im nächsten Video dann. Aber eins kann ich vorab schon sagen, ein ziemlich cooler Radio. Ja, ich möchte aber nur mehr ausdrücklich darauf hinweisen, ich stelle euch nur Produkte vor, von denen ich wirklich selber überzeugt bin. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal getestet, bin überzeugt, deshalb sage ich euch das auch. Wenn es irgendwie ein Müll wäre, würde ich das auch sagen, weil ich wäre da nicht bezahlt dafür. Ja? Die Dinger sind zwar gesponsert, aber ich habe jetzt nicht irgendwie was, was ich sagen muss, dass das so und so ist, dass das gut ist, dass das schlecht ist. Das mache ich alles aus meiner eigenen Meinung heraus. Ja. In diesem Sinne, ich werde mir jetzt da ein kleines Lagerfeuer noch machen, den Abend genießen. Es ist jetzt 18 Uhr. Und ja, das andere Video noch für euch dran, was dann für euch nächste Woche rauskommt. In diesem, Mika, gehst du da bitte weg? Es ist so gefährlich. Es ist so gefährlich. Okay, safe. Ja, in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Es war jetzt kein Adventure-Video, wie gewohnt, aber ich werde das demnächst vielleicht öfters ein bisschen machen, ein paar Produktvorstellungen. Ja, aber keine Sorge, die Abenteuer kommen nicht zu kurz, versprochen. Weil das ist das, für was ich brenne. Abenteuer. Es wisst ihr aber. Gut. Ich laber schon wieder viel zu viel Mist. Ich sage danke fürs Zuschauen und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal, gell? Euer Manuel. Ciao, ciao. I know someday we